Ich grüße dich herzlich. Ich wollte schon vor langer Zeit dir zeigen, wie kann man Energie im Körper messen, fühlen und einfach Auswirkungen von unterschiedlichen Sachen zu haben. Ich habe jetzt Sebastian bei mir. Der weiß aber gar nicht, um was es geht. Der hat das noch nie gemacht. Und das gefällt mir, dass der einfach rein ist und zeigt uns, wie sein Körper wird funktioniert. Ich erkläre ganz kurz, wieso, warum. Es ist so. Egal, was du in Berührung zu sich bringst, also was mit dir in Resonanz kommt, es ist, gibt dir Energie, vergrößert deine Lebensenergie oder nimmt deine Lebensenergie raus. Und es ist genauso mit den Büchern, mit den Informationen, mit den Nahrung, mit Wissen auch. Manche Wissen macht uns kaputt. Auch weil wir oft nicht umsetzen das. Und das ist so, wenn wir bekommen bestimmte Sachen zu uns, die Körper sofort reagiert, physische Körper genau wie unsere mentale Körper, das ist ein Teil, das sind wir. Wir sind eher Seele als Körper, aber die Körper, die ist lebendig, die zeigt uns, dass wir schneller verändern können. Und hier möchte ich dir Elektrosmog zum Test bringen. Viele junge Leute haben so viele Technik um sich herum, Computer, WLAN, Handy, du hast wahrscheinlich auch Handy, ja? Hast du nicht? Das ist Ausnahme, ist wirklich Ausnahme. Aber meistens haben unsere Kinder diese ganzen Handys und die natürlich nützen das jeden Tag und wie es wirkt, werden sie jetzt sehen. Das ist jetzt Beispiel ganz normale Handy, Sony Ericsson. Und oder Sony Xperia, wahrscheinlich so heißt die. Ich bin keine Profi. Die ist jetzt ohne Schutz. Ich gebe jetzt Sebastian und der wird halten an seinem Herz. Und dann nehme ich dich jetzt am Hand, haltest du mich fest und versuche auf drei dich runterzuziehen und du gibst mir Gegenstand. Also bleib feststehen, ja? Versuchst du dich nicht runterdrücken. Auf drei. Eins, zwei, drei. Bleib stehen, ich drück dich, ja? Okay, jetzt zeigen wir, wie es ohne Handy geht. Das Gleiche. Bleib verstehen, ja? Die Füße müssen eigentlich gerade spitze schauen. Und auf drei nochmal. Eins, zwei, drei. Sag mal, hast du schon viel mehr Energie? Merkst du? Und jetzt nehmen wir nochmal unsere Handy und nehmen schon Gitblättchen. Wir bringen das einfach auf die Seite vom Akku und Sebastian wird jetzt einfach an die Herzchakra nochmal halten und wir testen das nochmal, wie funktioniert schon Git und Handy zusammen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Schaffe ich nicht. Und jetzt nochmal ohne, dass du für dich richtig klar bist. Okay, eins, zwei, drei. Schau mal. Merkst du Unterschied? Das ist Ein recht deutlich großer. merkbar, weil diese ganzen Teile, ich spreche jetzt nicht über die iPhones. iPhones Beispiel brauchen zwei Plättchen davor. Diese Handy und die ganze Technik, das ist wie eine Staubsauger vom Energie. Die saugt so schnell unsere Energie, die ist einfach verändert unsere Struktur, Zellen sterben danach sehr, sehr schnell und das beeinflusst unsere physiologischen Prozesse im Körper, auch psychische und physikalische. Bewusstseins dadurch wird unterdrückt, unsere Zirbeldrüse arbeitet viel schwächer und deswegen so ein Test kann dir helfen, einfach auszutesten zu Hause und selbst herauszufinden, was für dich gut ist. Weil dieser Test, das kannst du beispielsweise einfach jetzt Sebastian einen Apfel geben und wir machen das gleiche Test und wir testen fest, braucht ihr diesen Apfel oder nicht. Wenn er diesen Apfel braucht, steht er ein wie ein Felsen. Wenn er diesen Apfel nicht braucht, wird er weniger Energie haben, genau wie mit Alkohol, Kaffee, tierische Produkte und weiter so fort. Also viel Spaß damit, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Werkzeug. Du kannst zu Hause mit Kindern, mit Erwachsenen das nachzumachen und jedem dadurch überzeugen, weil es ist unglaublich fühlbar, ja? Das ist mit den Wörtern nicht beschreibbar,
Man fühlt einfach, und das ist ein besseres Argument als Wörter.